Letzte Woche hatte ich keine Zeit für den Vlog. Deshalb habe ich jetzt ein paar Dinge vom letzten Mal mit eingefügt. Wir waren beim IKEA, weil wir ziehen ja bald um und ich wollte ein paar Ideen sammeln für die Küche. Und Conny wollte zum Komalka, das ist so das Traumland für Schneider und Schneiderinnen. Ja, alles voll mit Stoffen. Jetzt ist die Frage, wie ich die Küche einrichten werde. Das wird ja mein Arbeitsplatz werden, quasi zu Hause. Das ist mein Homeoffice. Jetzt habe ich nur so viele Ideen gesammelt, dass ich mich nicht entscheiden kann, wie es wird. Aber die Zeit wird es sowieso zeigen. Und ich werde es dann eh posten. Es ist offiziell, mein Vertrag ist verlängert. Bis Jahresende bin ich noch beim Bundesheer. Das trifft sich sehr gut. Vom Jahresbeginn bis zum Jahresende hin ist es jetzt immer besser geworden. Ich habe Zeit zum Fokussieren, Zeit nachzudenken. Ja, Pläne für 2021 stehen. Jetzt muss ich sie noch umsetzen, das ist natürlich immer das Schwierigste. Letzte Woche haben wir viel über Kaffee gesprochen und ich war heute ziemlich spontan beim Starbucks. Und Benno, falls du das siehst, ich meinte Howard Schultz, den ehemaligen CEO von Starbucks. Die haben auch Filterkaffee, könnt ihr ruhig probieren, der ist gar nicht so schlecht und kostet deutlich weniger als die normalen Kaffees.